Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg. Zock, so, die Kühlbrandbrücke. Ach, ja. Hier hinten. Das gefällt mir aber nicht. Warum haben wir ja kein Geländer? Das geht doch so einfach nicht. Aber ich kann da nicht viel machen. Ich kann es nicht abreißen. Das heißt doch, ich kann es natürlich abreißen. Aber das sieht dann immer noch so aus, weil das haben wir irgendwie, ja, von Geländern her nicht funktioniert. Jetzt, ich weiß auch nicht, was grundsätzlich ihr von dieser Brücke so haltet, weil die Folge ist noch nicht raus, wo wir die gebaut haben. Aber wisst ihr, was wir jetzt hier machen? Ich habe da eine Idee. Wir bauen jetzt hier einfach mal einen Hügel hin. Mal gucken, was passiert, wenn wir hier irgendwie so ein Teil hochziehen. Weil, ja, dann hängt es wenigstens nicht mehr ganz so motivationslos in der Gegend rum, das ganze Teil. Also, bastel, bastel, bastel. Ist schon mal schön zu sehen, das geht nicht durch die Straße durch, so wie es aussieht. Müsste also funktionieren. Ja, es ist halt irgendwie einfach, ja, da fehlt irgendwie so, eine Grafik fehlt da, keine Ahnung. Weil man sieht, der Hügel, der wird dann abgeflacht, das heißt, wir sind eigentlich hier bei der Straße. Der Hügel erkennt die Straße, aber wenn man so rangeht, nein, passt irgendwie immer noch nicht. Naja, gut, ich würde sagen, im Groben, es ist trotzdem besser, ganz einfach, weil eben ja, das Teil hier nicht so durchhängt und wenn wir hier keinen Pfeil haben, dann, dann hängt es eben durch. Deswegen ist das so eine Art, ja, natürlich gewachsener Pfeiler. Gut, es macht hier hui, hui. Wir wollten eigentlich zu den ICEs zurück. Jetzt blinkt es aber hier oben immer noch. Wisst ihr was, jetzt gehen wir mal kurz hier hin und werden hier mal für weitere Züge sorgen, denn das hat so einfach irgendwie keine Zukunft. Was haben wir denn hier? 656 Einheiten. Das ist ordentlich. Die produzieren hier also relativ fett. Da kommt gerade ein Zug daher. 291. Ich hätte gerne durchaus einen längeren Zug. Also irgendwie einen, der, ja, zum Beispiel den hier. Rohöl, Huderfähre, das bringt aber nichts. Rohöl kommt von da hinten. Sehe ich das richtig? Jawohl, da haben wir auch nicht so viele Fässer. Das Problem ist tatsächlich hier. Wobei, wenn der jetzt wieder was mitnimmt, also es läuft ja, ist ja nicht so, dass hier nichts passiert. Was haben wir da? 700, ja, das geht halt hier doch rapide rauf, das sieht man auch relativ schnell. Der kann jetzt knapp 300 mitnehmen, das heißt, wir haben hier noch 440 dann nachher, das ist immer noch zu viel. Da fehlt eigentlich ein Zug, würde ich sagen, ein einziger. Das ist ja nicht so, dass die hier irgendwie blockiert werden, der fährt da schon mal weiter, der hat eine Kapazität von 408. Das gefällt mir eigentlich schon wieder besser. Der ist jetzt aber voll. Wenn wir den mal hier im Auge behalten, haben wir hier oben ein Depot, dass wir den, wenn er abgeladen hat, hier reinschicken können. Das haben wir, weil dann könnten wir den nochmal doppeln. Okay. Ja, das ist jetzt noch ein gewisses Stückchen, was er hier bereisen muss. Sollen wir? Doch schon zum Thema ICE. Wisst ihr was, wir haben glaube ich die eine Strecke da noch nicht mal mit Signalen versehen. Lass mich mal schnell gucken, das ist falsch, Lüttich. Also hier haben wir Signale. Hier ist Dresden, von hier aus geht es weiter. Ja, da haben wir tatsächlich noch keine Signale. Wir haben noch nicht mal eine Weiche hier. Dann ist es auch kein Wunder, dass wir keine Signale haben. Dann machen wir mal die Weiche hin. Das werden einmal hier. Ich bräuchte meinen Knubbel, Dankeschön. So, das geht nicht, aber in die andere Richtung wird es funktionieren. Jawohl. Zack, okay. Und den behalten wir einfach mal im Auge, bis er dann da oben ist. Wir sehen ja, wenn er in den Bahnhof reinfährt. So, Signale, Signale. Einmal diesen. Die Strecke haben wir natürlich auch noch nicht gemacht, also die Linie. Das ist mir klar, das kommt gleich. Nachher machen wir hier mal einmal vor der Brücke jeweils. Dann gibt das hier einen Block. Und hier weiter vorne machen wir noch einen Block und dann ist da vorne eh schon Hamburg. Mit der noch unvollendeten Kühlbrandbrücke, das kommt dann natürlich noch. Haben wir hier, ja genau, hier haben wir eine Weiche. Die Oldschool-Weiche haben wir da installiert. Okay, hier auf dem Damm noch. Und dann passt das meiner Meinung nach. Der ist immer noch am Fahren, das heißt, wir können die Linie aufrufen. Ja, jetzt muss ich aber natürlich nach da hinten, damit wir die Linie hier schon mal haben, bis nach Dresden. Und dann können wir hier die gelbe Linie schnappen. Was müssen wir jetzt? Wir müssen ja nicht nach Berlin. Berlin haben wir drin, damit die Linie funktioniert. Wir sind hier Dresden Hauptbahnhof. Und von hier wollen wir eben nach Hamburg rein. Und man sieht, ja, das passt sogar. Sehr gut. Passt. Können wir mitfahren, sobald wir einen ICE finden, der in diese Richtung düst. Was macht der? Der wartet da oben.
Wir müssen aber von hier hinten mit. Aus Lüttich kommend, weil, ja, hier sind wir eigentlich ausgestiegen. Ist hier irgendwo ein ICE unterwegs? Das würde je nachdem vielleicht schön vom Timing her passen. Mit dem Zug hier, den wir da noch verdoppeln wollen. Das müsste ja die Linie sein. Lass mich mal schnell gucken. Jawohl, gelb. Kommt also da aus dem Tunnel raus. Kommt von hier hinten. Ich sehe noch keinen. Das ist aber eigentlich eh gut. Doch, da ist einer. Nehmen wir den gleich auch mal noch mit hier rein. Jetzt mal gucken, wer ist schneller? Wer ist zuerst? Ist der ICE zuerst hier in Lüttich oder ist der zuerst in seinem Bahnhof drin? Ich tippe mal auf den ICE. Der müsste eigentlich fast schneller sein. Die Strecke haben wir ja gemacht. Doch, doch. Ja, von Berlin hier runter. Doch, doch. Das haben wir tatsächlich bewältigt. Der ist noch im Tunnel drin, was der nicht alles zu tun hat da hinten. Ich dachte, das sei schon in der Nähe vom Bahnhof. Guck an. Falsch gedacht. So, dafür können wir uns jetzt hier in Ruhe nochmal die Einfahrt des ICEs ansehen. Hallöchen, Kollege. Gleich steigen wir bei dir ein. Sonst werden wir den hier einfach mal kurz bremsen. Oder wir können natürlich auch den ICE bremsen. Ich kann das Spiel natürlich nicht anhalten, weil ich muss einen von beiden anhalten, damit wir da vernünftig mitfahren können. Welchen soll ich anhalten? Ist eigentlich egal. Oh, guck mal, der ist sogar fast voll hier. 103 Passagiere. Wisst ihr was? Oder ich guck mal, wo ist der nächste? Kommt der schon? Ja, der kommt schon. Also dann sollten wir da keine Probleme haben, dass wir da mitfahren können. Machen wir hier mal zu. Gehen nach hier hinten und sehen. Ja, er nähert sich jetzt mal ganz langsam hier dem Bahnhof an. Es dauert tatsächlich sein Momentchen. Lasst uns mal kurz einsteigen. Wir kennen zwar die Strecke, weil hier sind wir natürlich eh schon mitgefahren. Das ist eine Weile her. Aber okay, warum nicht mal wieder mitfahren? Da vorne eine Dampflok. Das erinnert mich wieder daran, dass wir dringend nach Berlin müssen. Wir müssen da ein bisschen was machen mit den Zügen. Ich möchte ja die eine oder andere Dampflokstrecke erhalten. Aber grundsätzlich müssen wir da tatsächlich mal noch was tun, weil da sind noch so viele eingleisige Bereiche. Also da haben wir noch ordentlich Verbesserungspotenzial. So, einmal bitte aufs schnelle Gleis. Hier haben wir ja schön beides. Normales Gleis, schnelles Gleis. Einmal über die Brücke rüber. Genau. Und dann hinten in den Bahnhof rein. Dann gerne entladen. Und dann kommst du ins Depot und wirst geklont. Und dann schicken wir euch zwei dann wieder auf die Piste. Und der Baum hier kann man lassen, denke ich. Sieht doch nett aus, wenn er so mit den Ästen hier den Zug entlang streift. Solange das nicht gerade irgendwelche riesigen Äste sind, die dann irgendwie, ja, keine Ahnung, die Scheibe hier einschlagen bei der armen Lokomotive, kann man das, glaube ich, schon stehen lassen. Da hinten ist auch ordentlich was los auf der Straße, das ist klar. Wir haben da vorne der Kollege LKW-Port. Jetzt, wie gesagt, erstmal natürlich in den Bahnhof rein, damit wir die Ladung loswerden. Und dann wird er ja sowieso leer zurückfahren. Oder nimmt er was mit? Ich glaube, der nimmt doch sogar noch, kann das sein, dass der sogar noch was wieder mitnimmt? Wir werden es gleich sehen. Weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, wir waren ja schon länger nicht mehr hier. Ah, schon cool, da mit dem LKW-Port und hier den Zügen. Gefällt mir sehr gut, sieht richtig, ja, beschäftigt aus das Ganze. Nett. Und hat halt wieder einmal mehr, also allein dieses Bild hier, das ist einfach Modelleisenbahn pur. Und zwar von einer relativ coolen, schön. Nicht, weil ich schön gebaut habe, nein, weil es einfach cool aussieht. Hier mit dieser, ja, ist ja nicht mal eine Autobahn. Es ist eine Vorstufe zur Autobahn mit der Tankstelle. Aber ist einfach sehr nett. So, laden wir ab, Kollege. Nicht, dass uns die ganzen ICs da unten flüchten. Dann wieder zurückfahren. Dann müssen wir ein bisschen länger warten sonst. So, jetzt mal gucken. Lädt der nochmal was auf? Dass er da was runterbringen kann nach Dingens? Ja, schau an, schau an. Beziehungsweise, ich glaube, er lädt nicht alles ab. Wenn wir den jetzt ins Depot nehmen, ja, dann ist der Treibstoff weg. Aber ich denke, wir haben so viel Treibstoff hier oben und da unten. Wir verzichten mal auf diese 161, weil die sind immer noch am Reklamieren hier. So, Hallöchen. Keine Angst, das tut gar nicht weh. Du musst nur kurz ins Depot, dann wirst du da gedoppelt, geklont. Und dann funktioniert das Ganze hoffentlich ein bisschen besser hier mit dem Abtransport. Müssen wir warten, bis hier der letzte Wagen die Weiche passiert hat. Und dann können wir hier, Kollege Zug, schön drehen. Da kommt der letzte. Hier müsst ihr noch runter.
Jawohl, jetzt müsste es ungefähr passen. Drehen und ins Depot. Nicht verkaufen natürlich, sondern einfach ins Depot rein. Steigen wir auch nochmal kurz ein. Das haben wir eigentlich, glaube ich, noch gar nie gemacht, dass wir mit einem Zug ins Depot rein sind. Wie das wohl aussieht, wahrscheinlich geht einfach die Tür auf und dann, zack, müsste man im Menü drin sein. Oder fahren wir hier tatsächlich noch ein Stückchen rein? Dass wir das noch nie gemacht haben. Aha, doch, man fährt ein bisschen rein. Ist jetzt nicht so spektakulär. Ich meine, ja, wir kennen ja die Version, wenn wir rausfahren, die ist auch nicht groß anders. Aber warum nicht mal etwas machen, was man noch nie gemacht hat in einem Spiel, das doch schon, ja, auch schon wieder 2 Jahre alt ist. Und eigentlich, ja, doch ein paar Videos gibt es auch schon. Ach, der fährt hier aber ganz weit rein. Cool. M, wir schnappen uns das Depot. Bitte stehen bleiben. Damit ich das Knöpfchen bedienen kann. Na, er hat Geduld. Das sieht man jetzt. Einmal klonen. Ich würde sagen, einmal reicht. Linie zuweisen. Das wäre dann diese Linie. Treibstoff, Güterbahnhof Nordost. Jawohl, nicht, dass ich den auf die falsche Linie schicke. Und jetzt müssen wir hier halt, ja eben, 408 Einheiten mehr abtransportieren können da unten. Das müsste sich eigentlich schon bemerkbar machen. Der hat hier ein Signal, das ist schon mal gut. Kommt hier raus, passt. Ich glaube, die können wir getrost selber basteln lassen. Hier müssen sie dann hin, genau. Und wir wollen jetzt den ICE haben. Haben wir einen in Lüttich oder haben wir die jetzt alle verpasst? Hier ist keiner. Kommt gerade einer? Flashback, das habe ich doch vor ein paar Minuten gerade gefragt. Oh, ich glaube, jetzt haben wir sie echt verpasst. Wo sind sie? Da hinten fährt einer. Okay, und der andere, ja, der ist schon da hinten, guck mal. Der ist tatsächlich schon in Hamburg. Das ist der erste Zug, der in Hamburg einläuft. Ich möchte jetzt aber nicht einfach die Strecke hier ignorieren. Denn die haben wir auch noch nicht befahren. Hat man denn nicht 3 ICEs? Wo ist denn der dritte? Na, wir gehen mal gucken. Hier ist weit und breit keiner. Doch, da unten ist er, glaube ich. Ne, das war was anderes. Uiuiui, wo ist denn der hingekommen? Der muss ja noch ewig weit fahren. Oder ist der auch vor uns? Moment, werden wir gleich sehen. Na, nee, ist auch keiner. Wo haben sie denn den versteckt? Waren doch 3 ICs. Ich weiß es doch. Hier muss er doch sein. Dann ist er wahrscheinlich auf der Rückfahrt. Kann das sein? Oh, wisst ihr, was wir natürlich machen können? Wir machen das anders. Statt, wir müssen ja nicht unbedingt in die Richtung, dass wir jetzt hier nach Hamburg reinkommen. Wir können ja auch andersrum fahren. Wohin fährst du gerade? Nach Berlin Hauptbahnhof. Das ist natürlich schlecht. Das funktioniert tatsächlich nicht. Weil, ja, wir wollen nicht nach Berlin Hauptbahnhof. Wobei, der müsste trotzdem normal zurückfahren. Wir steigen mal ein. Weil ich möchte heute dringend noch weiterarbeiten. Ich möchte noch ein paar andere Städte erreichen hier mit dem IC. Aber jetzt werden wir erstmal die Fahrt genießen. Oh, Moment. Damit wir die Einfahrt hier in diesen Bahnhof noch haben. Genau, mit der Köhlbrandbrücke. Da habe ich jetzt nochmal schnell den Zug gewechselt. Sorry dafür. Aber dann sehen wir eben die Einfahrt hier auch noch. Dann fahren wir noch zurück. Via Dresden nach Lüttich. Das müsste er ja trotzdem tun, obwohl er eigentlich jetzt Ziel Berlin hat. Aber er kann ja eigentlich nicht anders nach Berlin kommen, als einfach umzudrehen. Deswegen müsste das funktionieren. Und nachher gucken wir, wo wir von hier aus hingehen. Wir haben es ja eh eigentlich schon gestern mal kurz betrachtet. War es Zürich? Ich weiß nicht mehr. Werden wir nachher gleich sehen. Jetzt möchte ich hier aber noch schnell gucken. Wie sieht das aus mit Passagieren? Aha, echt jetzt? Bist du der richtige Zug? Jawohl. Hier haben wir noch keine Leute. Gut, das ist auch eine relativ neue Konstruktion. Das sieht man auch, da hat man auch an der Bushaltestelle nicht viele Leute. So, die andere, also der ältere Bereich der Linie, der läuft ja schon relativ gut. Und die Köhlbrandbrücke, ja, die sieht nicht nur unfertig aus. Die ist tatsächlich noch unfertig da hinten. Da werden wir dann natürlich auch noch was machen. Und zwar in Bälde, weil, ja, auch wenn da hinten noch nicht gebaut wurde, das sieht einfach ein bisschen komisch aus. Wenn hier so ein Riesending rumsteht, das dann vorne irgendwie, ja, nicht weitergeht. So, mal gucken. Wie kommen wir hier in die Gänge? Das ist ja ein relativ gerader Bereich hier. Wobei, nee, von Dresden nach Lüttich ist es eigentlich gerader. Hallo, Kollege.
So, und wir werden natürlich später, wenn die ganze Strecke steht, spätestens noch weitere ICEs hier aufsetzen. Müssen wir. Weil das ist eine relativ lange Strecke, die führt eigentlich wirklich einmal über die ganze Map. Von daher reichen da die drei nicht. Aber jetzt hatten wir ja eben erst den ersten Abschnitt gebaut. Und da würde ich sagen, da reichen diese drei jetzt mal fürs Erste. Wenn wir jetzt zwei neue Bahnhöfe dazunehmen, dann werden wir, wenn wir mit dem Zug mitfahren, nochmal neue ICs dazunehmen. Damit wir hier auch eine vernünftige Taktrate haben. So, hier die neu gebaute Brücke. Und jetzt geht es natürlich da hinten, sobald wir fahren können. Da ist halt der Kollege noch vor uns. Dann auch auf die Brücken rauf, die dann in den Bahnhof in Dresden reinführen. Aber schön, so haben wir mal, ja, eine gute Sicht hier auf diese Steinbrücke. Sieht man ja auch nicht jeden Tag. Wenn man nämlich genau hinguckt, man sieht auch hier, dass da ein bisschen grafisch was fehlt. Da hat es so verschiedene, soll ich sagen, Kacheln. Und die sind irgendwo auch durchsichtig. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gesehen hat beim Video, aber hier habe ich es jetzt gerade gesehen, weil wir eben da vorstanden. Das sind halt kleine Details. Also ich finde das nicht allzu schlimm. Eben, man kann ja auch, wenn einem etwas wirklich stört, wie jetzt bei der Köhlbrandbrücke dort an der Ecke, jo, dann kann man ja selber überlegen, wie man das irgendwie reparieren kann. Und das haben wir ja gemacht. Jetzt haben wir da eine ordentliche Erdverwerfung hingelegt. Oder hingesetzt. So, wir haben Rot, weil der andere ist gerade in den Bahnhof reingedüst. Ah, aber schon auch cool hier Dresden. Hier unten eben unter den Brücken, da müssen sie natürlich noch hinbauen. Aber ich nehme mal stark an, das werden sie dann früher oder später eh noch machen. Und sonst, ja eben, wir haben ja frei platzierbare Stadtgebäude. Sonst machen wir das halt selber. Das ist ja dann auch in Ordnung. Warum wechseln wir hier aufs linke Gleis? Muss ich mir nochmal ansehen. Das gefällt mir gar nicht. Und dann vorne wechselt er wahrscheinlich wieder. Oder stimmt es da vorne schon nicht? Wir gucken nachher kurz, was hier falsch läuft. Ach, jetzt fährt er hier aber durch. Okay. Ja, logisch. Er fährt ja nach Berlin Hauptbahnhof. Das heißt, jetzt kommen wir im Prinzip auf den schnellen Bereich. Sind wir jetzt auch auf dem linken Gleis? Das kann ich jetzt so gar nicht beurteilen, weil wir in der Mitte sind. Welche Gleise gehören uns? Ja, wir sind auch auf dem linken Gleis. Nee, jetzt stimmt's. Okay, das war ein anderes Gleis, das da weggeht. Jetzt hat alles wieder seine Richtigkeit, aber da im Bahnhof drin müssen wir nochmal kurz gucken, warum der da auf dem vermeintlich falschen Gleis unterwegs ist. Und jetzt möchte ich hier auch noch ein bisschen aufs Tempo achten. Weil, wie gesagt, das ist ein relativ gerader Bereich hier. Da müssten wir eigentlich die 200 km/h locker erreichen. Je nachdem eben, ja, wie die Beschleunigung mitspielt. Und die ist bei dem ICE, wenn man sagen, durchschnittlich. Es ist kein Hybrid. Es ist aber auch nicht irgendwie so eine alte Lokomotive, die halt einfach irgendwie, ja, sie braucht halt einfach mal irgendwie 10 Jahre, bis sie dann auf die 10 km/h gekommen ist. Wenn sie die hat, dann fährt sie voller Stolz rum und hat dann dafür wieder einen Bremsweg von 3 Kilometern. 150 haben wir. Ja, ob das reicht. Da vorne ist natürlich dann tatsächlich auch schon wieder der Bahnhof. Aber wir wussten ja, was wir machen. Also von wegen, dass wir hier keine Highspeed-Strecke bauen können, wenn wir halt jede Metropole anlaufen. Das funktioniert aber nicht. Da haben wir viel zu viele Haltepunkte dazwischen. Die Highspeed-Strecken, die kommen dann später noch, das ist ganz klar. Die werden wir natürlich auch wieder machen. Einmal um die Map rum oder so. Wir werden uns das ansehen, wenn es dann soweit ist. Weil wir haben immer noch mehr als genug Städte. Die haben noch überhaupt keine Waren. Weder Esswaren, noch Treibstoff, noch irgendwie sonst irgendwas. Also von daher, wir können jetzt nur nach und nach machen. Jetzt muss er bremsen. 188 hat er, glaube ich, drauf gehabt. Das ist immerhin all das. Da fällt mir ein, dass jemand noch in die Kommentare geschrieben hat, dass ich doch in Heisenberg City den Hügel noch abtragen wollte. Das ist absolut richtig. Wenn ich dran denke, werde ich da nachher kurz schauen. Jetzt fahren wir aber erstmal hier rein. Und dann, ja, werden wir gucken, wo wir hingehen mit der Strecke. Dann sollen wir zuerst kurz nach Heisenberg City. Den Hügel abtragen kann ja eigentlich auch kein großes Manöver sein. Wir gehen da mal schnell gucken. Ach, jetzt fährt er hier natürlich wieder durch. Eben, weil er auf dem Weg ist nach Berlin.
Das heißt, wir können aussteigen. Dann haben wir die Fahrt hinter uns. Immer noch die Ölraffinerie. Reicht euch der eine Zug denn tatsächlich nicht? So, wo haben wir denn Heisenberg City? Wir gehen mal schnell gucken. Irgendwo in der Ecke. Das müsste, glaube ich, hier oben sein. Jawohl. Hier, der Bahnhof. Die Idee war eben, dass man von hier unten irgendwie den Bahnhof sieht. Jetzt ist aber hier das Problem, dass hier natürlich tatsächlich schon Gleise durchgehen. Ja, irgendwie ist er so halt auch nett. Mir gefällt er eigentlich, wenn er hier so ein bisschen vergraben ist. Soll ich mal gucken? Wir machen hier mal ein bisschen was. Ich bräuchte aber hier den größeren Pinsel. Das kostet auch relativ viel Geld. Das ist aber, sage ich jetzt mal, egal. Weil wir haben das Geld. Wenn man hier guckt, wir sind fast bei 1,4 Milliarden. Also da sollte nicht mehr viel anbrennen, hoffe ich mal. So, wenn wir jetzt dann nur noch 300.000 haben, dann, ja, dann kostet das Terraforming ein bisschen mehr, als ich gedacht hätte. So, einfach das mal runterdrücken und mal gucken, wie das dann aussieht. Das ist so die Idee. Ist klar, die Straße blockiert da natürlich das Runterdrücken. Das ist jetzt aber mal für den Moment egal. Huch, wie der Baum gleich verschwindet. Au, da kann man schöne Krater machen. Die nehmen wir wieder raus, keine Angst. Es geht jetzt erstmal darum, dass wir das ein bisschen runterkriegen hier. Ja, man sieht ihn schon besser. Gut, jetzt werden wir hier natürlich wieder das Ganze ein bisschen reparieren. Wenn es ein bisschen topfeben muss es nicht sein. Das ist hier eine Wiese. Vielleicht machen wir da noch einen Wald drauf. Das werden wir dann mal noch gucken. Gut, im Groben wäre es wieder okay. Ja, man sieht ihn besser. Man sieht ihn immerhin, wenn man jetzt von hier kommt. Aber ja, ich würde den tatsächlich jetzt nicht mehr ganz ausgraben. Das war die Idee, als wir ihn hingestellt haben. Da wusste ich aber auch nicht, was hier dann daraus wird. Also, dass hier wirklich schön der Zug daher kommt, etc. Nee, lassen wir so. Aber ein bisschen ausgegraben haben wir. Ist doch okay. Dafür haben wir jetzt so eine Mondkraterlandschaft in Grün. Auch nicht schlecht. So, zurück nach Hamburg. Denn tatsächlich, da stapeln sich immer noch die Fässer. Nee, ich brauche nicht das Depot. Ich brauche dich hier. 1081, echt jetzt? Naja, da kommt gerade der Kollege mit einer Kapazität von, ja, relativ gering. Was haben wir denn für einen Fahrzeugersatz hier? Wir könnten natürlich die Züge mal alle ersetzen. Fahrzeugersatz. 297 Meter. Wisst ihr was? Wir gönnen dem nochmal einen Wagen, weil die anderen, die haben, glaube ich, 309 oder irgendwie sowas gehabt. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Hier nochmal einen solchen dahinter. Zufügen. Da müssen wir 314 haben. Okay. Jetzt machen wir mal sofort ersetzen. 105 Millionen. Jawohl. So, dann haben wir nämlich überall ordentlich Kapazität. Dann sollten wir hier dann hoffentlich dann doch mal noch diese Fässlein alle wegbringen. So, also zurück nach Hamburg. Denn jetzt wollen wir hier weiter düsen. Wir kommen hier rein. Ja, gehen ergo hier hinten raus. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das machen, weil da ist ein Gleis. Wir sind sowieso ein bisschen unter der Erde. Kann ich hier einen Tunnel machen, dass wir hier irgendwie unterirdisch langkommen? Das kann ich. Die Frage ist halt ganz einfach, kommen wir da auch wieder raus? In den Kommentaren stand auch noch, ich soll doch dieses Tunnel hier deinstallieren, was keine Textur hat. Das Problem ist, ich wüsste nicht, welches Tunnel das ist. Weil wir haben die Röhre hier. Ach doch, das ist eigentlich einfach das normale Röhrentunnel. Das müsste ich mal gucken oder aktualisieren. Irgendwas klemmt. Aber wir haben ja andere Röhrentunnel. Ist von daher nicht so wichtig. Wo wollten wir denn hin? Wir wollten nach... nicht nach Paris. In Paris waren wir schon. Wollten wir in die Richtung? Jetzt muss ich mich echt nochmal orientieren. Da haben wir Paris. Wo wollten wir denn hin jetzt? In die Richtung? Nein, da ist Heisenberg City. Das kann es auch nicht sein. Da habe ich gerade irgendwie voll den Überblick verloren. Irgendwie, als ich das in der letzten Folge hier mir angesehen habe, war es doch eigentlich ganz logisch. Ich dachte irgendwie in die Richtung, okay. Ja, aber nicht nach Paris. In Paris waren wir. Hier haben wir keine Metropole. Irgendwie ging es doch nach Zürich. Wo ist denn jetzt Zürich hingekommen? Was ist denn jetzt passiert? Hier oben. Von da kommen wir. Das passt alles. Ach, da unten. Nee, hier ist Paris. Ich glaube, ich dachte, das sei Zürich. Kann das sein? Weil in Paris waren wir ja schon. In Paris startet doch das Ganze. Oder
Nee, Blödsinn. Jetzt habe ich ein komplett Durcheinander. Nein, das stimmt überhaupt nicht, was ich jetzt erzählt habe. In Paris waren wir eben noch nicht. Käse, in Berlin waren wir. Warum verwechsel ich denn die beiden Städte jedes Mal? Also, M-Linie. So, dann können wir das nämlich schnell kontrollieren. Bla 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 bla. Nein, hier ist kein Paris. Eben, Herr Heisenberg. Ich habe das mit Berlin verwechselt. Also, wir düsen nach Paris. Dann ist das Ganze eigentlich klar. Was jetzt halt nicht klar ist, ob wir hier wieder rauskommen. Nur hier einen Tunnel machen. Also auf eine Brücke raufkommen wir schon mal definitiv nicht. Wenn wir das Tunnel so machen, in die Richtung düsen, dass wir da dann reinkommen. Ja, also die Ausrichtung und alles würde stimmen. Ich habe tatsächlich nur Angst, weil hier wird es dann auch noch höher, dass wir hier nicht mehr aus dem Tunnel rauskommen. Ich baue es mal, aber natürlich nicht mit diesem Dingens hier, sondern gerne mit diesem Röhrentunnel hier. Okay, man sieht es jetzt nicht. Ich baue es mal, dann können wir es uns ansehen. So, das ist dieses doch eher neue Portal. Und jetzt wird es lustig, weil ich nicht weiß, komme ich hier wieder aus dem Boden raus. Oh doch, hier vorne sogar. Wenn wir hier eine Steigung machen. Ja, sehr gut, dann passt das perfekt. Ist die Ausrichtung auch in Ordnung? Nach da vorne, ja. Das bringt nichts, wenn wir hier folgen, denke ich mir mal. Sonst haben wir eine zu kurvige Angelegenheit. Ja, wo in die Richtung? Vielleicht, dass wir doch hier andocken? Ja, dann sind wir auf der falschen Seite. Müssen wir dann sowieso gucken. Das wäre hier wahrscheinlich sogar nochmal ein Fall für so eine Flying Junction. Das könnte man hier machen. Oder wir gehen nochmal mit dem Tunnel unten durch. Das schauen wir, wenn wir da sind. Jetzt gucken wir erstmal, wie wir da hinkommen. So, einmal hier lang. Dann hätten wir das Ganze gerne ebenerdig. Okay, und dann hätten wir natürlich gerne noch das zweite Gleis dazu. So, das kommt hier lang. Und hier rauf. Und dann machen wir doch hier gleich mal die Weiche noch hin. Dann haben wir die. Die gehört aber, ja, offensichtlich ins Tunnel rein. Oder hier vorne schon. Nee, das ist mir dann doch zu weit weg. Weil das ist dann alles eingleisiger Bereich nach der Weiche. Das muss ja nicht sein. Oh, genau das habe ich... Schaut euch das mal an. Ich wollte gerade sagen, genau deswegen mache ich eigentlich ungerne Weichen in einem Tunnel drin. Weil es... Oh Gott, wie kann denn das jetzt sein? Wegen der Weiche, dass sie hier alles auseinanderreißen. Ah, Moment. Mal gucken, wir fühlen das nochmal. So, okay. Selbst die Löcher gehen weg. Jetzt mal gucken, ob das mit dem Gleis nochmal klappt, dass wir das nochmal anschließen. Ja, das klappt eigentlich perfekt. Nee, dann sind wir hier. Was ist das denn doofes? Come on! Ich möchte hier einfach Kollege Tunnel haben. Ich reiße jetzt hier mal alles ab. Hier auch nochmal. Jetzt wird hier nochmal repariert. Das müsste ja schon in die Höhe eigentlich kommen, das Ganze. Da ist nochmal irgendein Gleis oder was. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Ist das hier irgendwie... Ja, das müsste doch funktionieren. Ich mache hier mal noch ein bisschen höher das Ganze. Da auch wirklich einen Tunnel haben. So, jetzt nochmal schauen. Bitte mitkommen. Da rein. Funktioniert. Jetzt muss ich hier aber nochmal kurz die Röhre angeben. Das war die hier. Ja, jetzt passt. Und da muss ich aber tatsächlich auch gucken, dass ich die Weiche woanders mache. Wenn ich die hier oben mache, wird das dann auch ausgegraben. Ist mir fast zu heiß, das jetzt nochmal zu testen. Aber warum denn? Warum wird denn hier plötzlich, wenn ich hier so eine Weiche mache? Ah, weil da außen auch Erdarbeiten sind. Ja, okay. Okay, okay, dann ist es so. Wenn ich so mache, dann wird hier gar nichts umgegraben. Das heißt, das funktioniert dann. Steigung zu groß. Jetzt geht's. Zack, passt. Gut, dort ist die Weiche. Und dann wird es ab hier dann zweigleisig. Wunderbar. Gut, liebe Freunde. Weiterbauen werden wir dann in der nächsten Folge. Dann geht's nach Paris. Nicht nach Berlin. Nach Berlin gehen wir erst am Schluss wieder. Da vorne ist Paris. Ich muss mal gucken, dass ich die beiden Städte nicht dauernd verwechsel. Danke fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Dann geht's weiter mit unserem schönen ICE-Streckenbau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.